Rose fröhlich, echter Patientenfall, unklare Bauchschmerzen. Du weißt nicht, was du machen sollst. Ich bin die Rose fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung eigener Praxis. Also, unklare Bauchschmerzen. Es gibt bestimmte Dinge, die man tatsächlich ausprobieren kann, umsetzen kann und auch sich in Behandlung begeben kann. Also das Erste, was ihr machen könnt, um vielleicht selber nochmal zu gucken, woran kann es liegen, wäre ein Ernährungsprotokoll. Und das Ernährungsprotokoll mit Datum bzw. vor allen Dingen mit Uhrzeit und ganz wichtig, die Symptome darauf zu schreiben. Und zwar ist es so, dass bestimmte Unverträglichkeiten oder Lebensmittel verzögert erst wirken. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die an der Stelle mit Uhrzeit aufgeschrieben werden. Dann kann man die Möglichkeit bei den Gastroenterologen, das sind die Fachärzte, die kennen einige von euch für Magenspiegelung oder Darmspiegelung. Dort kann man sich vorstellen, die können zum Beispiel, wenn die Verdaulichkeit, also der Stuhlgang, nicht in Ordnung ist, ihr Durchfall habt, ihr Blähungen habt, Gluckern im Bauch, wenn ihr Bauchschmerzen habt, wenn ihr Luft habt, aufstoßen, dann sind die Gastroenterologen tatsächlich Ansprechpartner, natürlich auch der Hausarzt. Je nachdem, manchmal gibt es das ja auch in den hausärztlichen Praxen. Wenn ihr da aber nicht weiterkommt, dann gibt es die Möglichkeit, sogenannte Atemtests zu machen. Und zwar geht es da um Lebensmittelunverträglichkeiten wie Laktose, Fructose, Sorbit. Die werden als Atemtest, dauert in der Regel 2 Stunden, kann man in der Praxis machen. Es gibt mittlerweile auch Labore, die die Testkits nach Hause schicken gegen Bezahlung. Und dann kann man das wieder zurückschicken, die Röhrchen. Da pustet man dann in ein Röhrchen und man muss vorher immer eine bestimmte Flüssigkeit trinken. Und dann wird der Atem getestet, um zu schauen, ob da eine Auffälligkeit ist. Die Problematik bei diesen Atemtests, auch egal wo ihr es macht, zu Hause vom Hausarzt verordnet oder ihr macht das bei den Gastroenterologen, es gibt ja auch Kliniken mit den Abteilungen ambulant, dann ist die Problematik, wenn der Test nicht auffällig ist, habt ihr keine Unverträglichkeit, aber jetzt kommt's, aufpassen bitte und plus weg für die wichtigen Informationen. Die Atemtests sind nicht auffällig, dann kann es sein, dass man aber eine Malabsorption hat. Also dass man auf eine zu hohe Menge pro Tag tatsächlich auch auf die Lebensmittel reagiert. Und daher ist es immer ganz wichtig, nur weil der Atemtest nicht auffällig ist, heißt es nicht, dass ich auch eine Unverträglichkeit habe, sondern dann gibt es eine Malabsorption. Dann gibt es die Möglichkeit, Hausarzt oder Facharzt, also Gastroenterologe, Pankreasenzyme sich nochmal angucken lassen zu können. Das sind die Verdauungsenzyme von der Bauchspeicheldrüse. Die sind auch nochmal ganz wichtig, damit wir an der Stelle nochmal schauen, ist da in der Verdauung irgendwas nicht okay. Da kann man zum Beispiel, wenn da was auffällig sein sollte, gibt es heute Enzyme, die man in Kapseln über die Apotheken bekommt, alles kein Problem, kann man dann in der Regel gut behandeln, also da keine Sorge, was das angeht. Auch die Intoleranzen, manchmal gibt es sie kombiniert, dass Leute Fructose, Laktose, vielleicht auch eine Histaminintoleranz obendrauf haben, auch kombinierte Sachen für mich, kein Problem. Für die, die es noch nicht wissen, ihr könnt in Deutschland mit gesetzlichem Rezept oder Privatrezeptüberweisung zu uns in die Beratung kommen und wir rechnen direkt mit der Krankenkasse ab. Also an der Stelle Beratung kein Problem, wer da die Wichtigkeit für die Ernährungsprotokolle oder wer nicht weiterkommt. Ne? Also wenn ihr Probleme habt, meldet euch gerne. Jetzt muss ich mal kurz auf meinen Zettel gucken hier. Genau, was es noch gibt, es gibt manchmal die Situation, wenn Patienten neue Medikamente bekommen oder kombiniert Medikamente haben und gehen da mal zurück, ist es vielleicht seit dem Medikament. Es gibt zum Beispiel in der Diabetologie bei der Prädiabetes, bei Diabetes oder Insulinresistenz ein Medikament Metformin und das kann eben auch mal solche Beschwerden machen. Das kann manchmal am Anfang sein, geht wieder weg. Es gibt natürlich auch andere Medikamente, die das machen können. Da muss man gucken, ob das eventuell damit zusammenhängt. Da bitte ich euch, Therapie, Sache der Ärzte, immer mit der Arzt besprechen. Ich weiß, das ist immer ein sehr sensibles Thema an der Stelle, aber probieren kann man das. Und was es noch gibt, ist die Unverträglichkeit auf Gluten. Also wer eine richtige Glutenintoleranz hat, hat in der Regel einen bestimmten Marker im Blut. Das können die Gastroenterologen untersuchen. Oder es gibt die Möglichkeit, Magen-Darm-Spiegelung zu machen. Bei der Zöliakie würde man im Darm eine Biopsie, also eine Probe entnehmen und würde gucken, was da los ist, um zu gucken, ob da eine Zöliakie ist. Weil nur dann ist es indiziert, wenn ich eine Zöliakie oder Spru habe, also eine Reaktion auf Gluten, das ist der sogenannte Klebereiweiß, dann ist es sinnvoll, auch
die Kohlenhydrate, also die Produkte auf glutenfrei umzustellen. Glutenfrei fällt mir noch mal gerade ein, ist eine große Herausforderung für die Patienten. Manchmal bedarf es da natürlich dann auch immer an Beratung. Bei Histamin gibt es die Möglichkeit der DAO, die man im Blut messen kann. Macht nicht jeder Arzt, macht auch nicht jeder Gastroenterologe. Letzter Tipp: Ihr könnt immer, wenn ihr große Labore in der Nähe habt, da könnt ihr mal einen Hausarzt fragen oder auf eure Laborblätter gucken, wo das Labor das nächste in der Nähe ist und wo die das immer hinschicken. Die machen übrigens auch auf Überweisungsschein, natürlich auch gegen Bezahlung, also gegen Rechnungsstellung, auch solche Laborwerte direkt bei euch, wenn ihr dorthin fahrt. Für das Labor müsst ihr euch bitte nur anmelden, also ihr müsst auch wissen, dass ihr kommt. Und dann könnt ihr fragen und sagen, was ihr da gerne machen wollt. Also bitte immer vorher mit dem Labor absprechen. Aber sowas ist auch möglich. Und vor allen Dingen sagen die euch, was ihr dann mitbringen müsst, Überweisung oder als Selbstzahler zahle ich das ja dann direkt. So, ich glaube, ich habe alles. Genau, Pankreasenzyme haben wir alles da. So, ihr Lieben, also ich hoffe, dass ihr jetzt genügend mitbekommen habt, dass ihr ein bisschen gucken könnt. Bei denen, die Probleme haben, wer nicht weiterkommt, meldet euch gerne, schreibt mir in die Kommentare eure Wünsche, Fragestellungen, alles, was zum Thema unklare Bauchbeschwerden hochkommt. Und habt einen schönen Tag, ganz liebe Grüße und danke für euren Support.